Shaq is back. Roger, hast du erwartet, dass der Shaqiri auch mit seinen 33 noch so einschlägt in Basel? Ja, er ist natürlich ein absoluter Spitzenspieler in der Schweiz. Ich sage jetzt nicht gewesen. Jetzt merkt man es ja, er hat Spielfreude wieder. Und da kannst du auch mit 33 bis 35 kannst du die Leistungen bringen. Und ich habe natürlich schon Freude für Basel und für ihn, weil die Basler haben ja wieder, am Anfang sind die wieder ausgelacht worden, weil sie natürlich lang hinter gewesen sind. Und dann sind sie natürlich mit dem Fasnachtsliebling noch gekommen, ja, ein grosser Verkaufssuper, der läuft, oder? Aber das ist ja schrecklich, das Liebling, das man anschaut. Haben die auch gelacht. Und dann ist ja der Shaqiri-Transfer gekommen. Und, man muss sich überlegen, am 9. Oktober war der Match gegen IB. Und dann haben natürlich deine Kollegen natürlich schon gesagt, das wird wahrscheinlich der letzte Match sein von Celestini. Und für ihn habe ich besondere Freude, weil ich auch schon spielen mit ihm, zusammenspielen, dass er jetzt da die Kurve gefunden hat mit dem Shaqiri, sind sie jetzt wirklich brandheiß. Weil der Shaqiri, sage ich jetzt, war am Anfang nicht fit gewesen. Das war sicher nicht fit gewesen. Mhm. Also da habe ich auch von anderen Leuten, die wollte ich sie nicht erwähnen, die eng dort mit Basel verbunden sind. Und jetzt macht es mir langsam einen Eindruck, er wird fitter. Er wird natürlich nie 20 km machen oder 10 km das Mittelfeld spielen. Aber er sorgt immer noch für die Ausnahme. Genau, das wollte ich sagen. Und das hat er jetzt gestern gezeigt. Oder? Er hat ein bisschen Glück gehabt mit dem Mauer und Penalty ist der Nachschuss. Und das dritte Mal ist er der Goalie. Er ist, glaube ich, ausgerutscht. Aber ich mag es gönnen, ich mag es auch so gönnen, weil die haben so müssen um den Toren, oder? Was bringt der Shaqiri auch als Person mit, neben dem Goal, so ein bisschen als Leader in diesem Team? Ja, da habe ich auch eine Aussage gehört, dass er da mit den Basel-Spielern, die eigentlich neu sind, dort, die die Stadt nicht kennen, ist er dort in der, ich weiss nicht, wie der Platz heisst, wo dann der Basel da 100'000 Leute hat und den Kübel haben. Und er ist halt dann gezeigt, und das ist sicher auch noch andere Sache, ob ein Nachtclub wird dann auch noch gezeigt. Aber ich habe Freude, ich habe ihn eigentlich lange nicht mögen, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich eigentlich Freude für Basel. Weil der Degen hat ja auch immer grausam immer angegriffen worden. Und jetzt muss man gleich sagen, er hat vieles richtig gemacht. Aber er steht ja auch zu den Fehlern. Er ist so einer. Am Anfang ist ja Basel ein bisschen belächelt worden, wo man die Titel träumen kann mit dem Comeback von Shaqiri. Sind sie jetzt auch dank dem Shaqiri Meisterkandidat? Nein, es braucht natürlich immer noch 18 Spieler. Oder? Und, sie haben einen guten Goalie überhaupt, sie haben eine gute Mischung jetzt. Also es passt eigentlich. Aber eben jetzt auch schon vom Meistertitel her, bin ich einfach schwer dagegen. Da kannst du dann irgendwann Ende April, wenn da die Saison vorbei ist, wenn dann einfach die ersten 6 gegeneinander shooten und die anderen 6 um einen Abstieg. Oder?